verboten. Das ist das Motto des heutigen Tages und damit herzliche Grüße aus der Kasseler Eissporthalle, wo heute das fünfte und vielleicht schon entscheidende Spiel unserer Kassel Huskies gegen den EV Landshut stattfindet. Und wir schauen mal, ob die Huskies auf 3:2 in der Serie verkürzen können. Wenn man Valendi am Ende 2:3 nach Verlängerung wieder verloren, kann man eigentlich in Worte fassen, wie groß die Enttäuschung und wie schwer die Beine sind? Ja, natürlich die Enttäuschung riesengroß. Dritte Verlängerung war natürlich extrem. Das dann, hat man ja auch gesehen bei beiden Mannschaften, die Beine langsam schwer wurden. Aber ich denke, wir hatten eigentlich sogar einen Chancenplus. Aber der Puck wollte ja nicht rein. Ich meine, was soll man machen? Woran hat es heute gelegen, dass es dann am Ende doch eine Niederlage wurde? Ja, das ist direkt so nach dem Spiel schwer zu sagen. Also klar, am Ende war es dann nur noch ein Kampf. Also da war, glaube ich, spielerisch und taktisch nicht mehr viel. Da ging es halt nur noch irgendwie das Ding, dass das Ding einer reinhaut. Ja, es war eine ausgeglichene Serie, muss man sagen. Es waren enge Spiele. Am Ende ein bisschen glücklich, wenn man sieht, 3 Overtime-Siege für Landshut. Aber so ist es halt manchmal. Ne? Es ist halt dann schon bitter. Aber naja, das Leben geht weiter. Wenn du jetzt so direkt nach dem Spiel eine kleine Revue passieren lässt über die Saison, wie fällt da das Fazit aus? Ja, ist natürlich jetzt schwer, direkt nach so einem Spiel dann zu sagen, aber ja, ich denke mal, mit dem Klassenerhalt-Vorteil, dass wir den klar gemacht haben, denke ich mal, das war unser Ziel und denke mal, da sind wir weit hinaus rüber. Von daher, ja, war es natürlich eine super Saison, aber es ist natürlich jetzt, willst du, wenn du in den Playoffs spielst, so weit wie möglich kommen. Deswegen ist es natürlich dann bitter, wenn du dann ausscheidest. Man könnte meinen, so wie die Fans hier feiern, dass ihr die Meisterschaft gewonnen hättet. Vielleicht da ein Wort zu. Ja, wir wissen ja, die Gastler-Fans sind ja schon immer überragend. Also gerade was in den letzten Jahren auch hier so los war. Von daher, ja, wir stehen immer hinter uns, egal was passiert. Und ja, ich denke, die sind auch stolz auf uns, auf das Jahr. Und ja, großen Dank an die nochmal. Also, ich denke, das könnte auch sein. Alles klar, danke Alex. Ich denke, dass wir eine Riesensaison gespielt haben. Wenn man sieht, wo wir gestartet sind im August, unter welchen Voraussetzungen. Und glaube ich, dass wir da schon was ganz Tolles geleistet haben. Das Problem ist halt nur, dass jetzt die Enttäuschung so riesengroß ist, wenn du so dreimal nach Verlängerung da rausgehst. Und, aber ich meine, nichtsdestotrotz Glückwunsch an Landshut. Sie haben da dieses Quäntchen Glück mehr gehabt, das muss man akzeptieren. Wie sehen deine kommenden Tage aus? Ja gut, jetzt erstmal ein bisschen ausruhen. Und das ein bisschen verdauen und dann mal schauen. Danke. 2:3 nach Verlängerung heißt es am Ende in der Kasseler Eissporthalle. Das heißt, die Huskies sind aus dieser Eishockeysaison 2014-2015 ausgeschieden. Sichtlich enttäuschte Gesichter bei den Spielern, aber auch sehr, sehr stolze Gesichter, weil man kann sagen, es war eine großartige Saison für das Kasseler Eishockey. Und damit sagen wir Tschüss, auf Wiedersehen und sehen uns garantiert wieder in der kommenden Saison. Bis dahin, bleiben Sie sportlich.